Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den April in 2021 für den Aszendenten Zwilling. Ja, bevor wir loslegen, es macht natürlich Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst. Ist das noch nicht der Fall, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du siehst, wie du ihn dir selber berechnen kannst. Des Weiteren möchte ich dich herzlich einladen, besuche ab dem 4. April den Selbsterkenntnis-Ostermarkt, besuche seine Marktstände. Die Webseite wird erst am 4. April open sein. Hier siehst du den Link dazu, den Webseitennamen, oder du findest auch einen Link in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Gut, dann lass uns starten. Wir beginnen mit diesem Monat. Ich schaue dafür mir erstmal die Planeten an, die sich verändern in diesem Monat, und am Ende schauen wir uns die an, die gleich bleiben in diesem Monat. Ich starte mit der Sonne. Die Sonne befindet sich bis zum 19. April im Zeichen Widder. Dort ist die Sonne sehr stark. Sie steht im 11. Haus. Das gefällt dir sehr gut. Das bedeutet, du hast jetzt viele Inspirationen bezüglich deiner größten Ziele und Vorhaben, wie du vorwärts kommen kannst im Leben. Du kannst dir jetzt auch Ziele verwirklichen, die mit deinem Ansehen, mit deinem Status, mit deinem Beruf zu tun haben. Du kannst auch Inspirationen erhalten, wie du zu mehr Gewinnen kommen kannst. Vielleicht ist auch eins deiner Ziele, dass du jetzt mehr Verantwortung übernimmst, dass du eine Art Führungsrolle übernimmst. Alles, was dich auch beruflich weiterbringt, wie Titel, Abschlüsse, auch das kann jetzt ein Thema für dich sein. Der Umgang mit Gleichgesinnten, mit Freunden, mit Gruppen kann dir auch gewisse Opfer abverlangen, aber das ist jetzt nicht so tragisch, denn die Sonne ist hier stark. Und das ist jetzt nicht so ein Problem. Es kann aber auch sein, dass du in Gruppen oder Vereinen ja selbst eine Art Führungsrolle übernimmst. Dann haben wir die Sonne ab dem 20. April im 12. Haus im Zeichen Stier. Das 12. Haus steht für Rückzug, für Isolation, für Ausgaben, für Kosten, für Verluste. Entweder arbeitest du jetzt mehr aus dem Rückzug oder du machst Urlaub, du machst eine Pause von der Arbeit. Es kann auch Ausgaben anzeigen in Verbindung, ja, mit deinem Status, mit deinem Ansehen, mit deiner Tätigkeit. Die Sonne nutzt du jetzt am besten im 12. Haus, indem du dich auf deine spirituelle Entwicklung fokussierst, indem du meditierst, oder vielleicht hast du auch Inspirationen bezüglich deiner Rente, bezüglich deines Lebensabends, wie du den verbringen möchtest. Die Sonne steht für den Vater. Der Vater begibt sich eventuell an Rückzugsorte oder du hast jetzt eine gewisse Distanz zu ihm. Die kann physischer Natur sein, muss nicht sein. Es kann auch gefühlt im Umgang miteinander mehr distanziert sein. Dann haben wir die Venus. Die Venus ist die erste Hälfte im April im 11. Haus. Die Venus ist die zweite Hälfte im April im 12. Haus. Die Venus ist der Planet der Liebe, der Partnerschaft. Das 11. Haus steht für deine größten Ziele. Also entweder, wenn du in einer Beziehung bist, erfüllst du dir jetzt zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin noch große Wünsche und Vorhaben. Bist du Single, dann kann dies eine Zeit anzeigen, wo du dir eine Beziehung wünschst. Bist du ein Mann, da die Venus ja auch für die Partnerin steht, kann es eine Zeit anzeigen, wo du dir eine Partnerin wünschst, ja, wo das Thema Beziehung, Liebe für dich einfach wichtiger wird. Die Venus steht aber auch für alles Schöne, was du in dieser Welt findest, für Reisen, für Wellness, Massagen, schöne Kleidung, gutes Essen, Unterhaltung, Autos. Also auch hier kannst du dir jetzt gewisse Ziele verwirklichen, dir etwas Gutes gönnen. Vielleicht möchtest du in ein Auto investieren. All das sind jetzt so die Themen, die die Venus im Haus der größten Ziele mit sich bringt. Und sie ist ja auch der Planet der Beziehung. Das bedeutet, sie kann dir jetzt helfen,
in Beziehung mit Freunden, in Beziehung mit Gruppen, mit Gleichgesinnten, dass ihr hier liebevoller miteinander umgeht, dass du sie respektvoll behandelst, ja, dass du einfach eine gute Zeit auch jetzt mit Freunden oder Gleichgesinnten hast. Die zweite Hälfte ist die Venus im 12. Haus, das Haus des Rückzugs, der Isolation, der Trennung. Bist du Single, keine so gute Zeit, um jetzt jemanden kennenzulernen, erst recht nicht, wenn du ein Mann bist, da die Venus ja die Partnerin beschreibt. Oder wenn du in einer Beziehung bist, dann vielleicht bist du jetzt getrennt von der Partnerin oder auch wenn du eine Frau bist vom Partner, dass die Beziehung jetzt einfach irgendwie mehr isoliert erfahren wird. Und ja, oder im schlimmsten Fall, wenn es ganz, ganz schlimm steht, kann es auch zu einer Trennung kommen. Das 12. Haus kann auch Ausgaben anzeigen in Verbindung mit, ja, weil du etwas Schönes hier machen willst, weil du reisen willst, weil du dir etwas Gutes gönnen willst, weil du in ein Auto investierst. Also da können auch Ausgaben auf dich zukommen. Die Venus verwendest du am besten im 12. Haus, indem du dich der Meditation oder der Spiritualität mit ganz viel Hingabe widmest. Denn die Venus ist auch der Planet der Hingabe. Sie steht jetzt im Zeichen Stier. Das tut ihr gut. Das ist ihr eigenes Zeichen. Und so kannst du dich jetzt besonders hingebungsvoll der Spiritualität widmen. Der Merkur beeinflusst in diesem Monat gleich drei Zeichen, damit drei verschiedene Häuser. Er steht die ersten 4 Tage im Zeichen Fische, ist somit im 10. Haus. Da geht es darum, dass du effektiver wirst in deiner Arbeit, in deinen Handlungen, dass du hier vielleicht mehr Management-Tätigkeiten übernimmst, dass du dich vielleicht aber auch weiterbildest beruflich. Der Merkur steht ja für Lernen, für Forschen, für Informationen oder dass auch geschäftliche Verhandlungen anstehen. Wenn du selbstständig bist, dann kann es auch eine Zeit sein, wo du mehr nach außen gehst, wo du dich präsentierst, wo du Werbung machst, dass du wahrgenommen wirst. Im 11. Haus geht es jetzt um große Ziele, auch in Verbindung mit Investitionen. Es geht um Titel und Abschlüsse. Wenn du eine Weiterbildung machst, eine Ausbildung machst, dann kannst du jetzt auch Titel erwerben oder Abschlüsse. Der Merkur ist im 11. Haus vom 5. April bis zum 19. April, also 2 Wochen. Oder wenn du große Ziele vorhast und du möchtest noch etwas lernen, du möchtest noch einen Kurs besuchen, dann ist das jetzt eine gute Zeit, um ihn zu starten. Du kannst aber auch gemeinsam mit Freunden an wichtigen Vorhaben arbeiten. Du bist im Austausch mit Gleichgesinnten, mit Gruppen oder in Foren. Merkur möchte ja in den Austausch, in die Kommunikation gehen. Und du kannst jetzt auch dich mehr um Gewinne bemühen, wenn du selbstständig bist. Merkur repräsentiert ja die Selbstständigkeit, dass du schaust, okay, wie kann ich durch meine Selbstständigkeit, wie kann ich jetzt zu mehr Gewinnen kommen? Wie kann ich effektiver, effizienter werden? Was kann ich vielleicht tun? Auch Ziele bezüglich Marketing, weil ohne Marketing, ohne Werbung werden auch deine Gewinne wohl kaum nach oben gehen. Dann haben wir ab dem 20. April den Merkur im 12. Haus. Dort ist er jetzt im Haus der Ausgaben und Verluste, somit keine gute Zeit mehr für Investitionen oder Spekulationen. Besser ist es jetzt, wenn du etwas lernst, wenn du Kurse besuchst, wenn du dich mit Menschen austauscht, wenn es dabei um Spiritualität geht, um Meditation geht. Und du kannst dich jetzt auch gut darum kümmern, denn der Merkur möchte sich ja kümmern, möchte managen, möchte die Dinge ordentlich machen, um Themen, die mit der Rente oder mit dem Lebensalter zu tun haben. Das 12. Haus steht für deinen Lebensabend. Vielleicht trennst du dich auch von bestimmten Freunden oder wirst einfach eine Zeit lang von ihnen isoliert, wenn der Merkur hier im Haus der Isolation steht. Dann haben wir noch den Mars. Auch der Mars wechselt seine Position in diesem Monat. Bis zum 23.04. ist er im Zwilling, im 1. Haus. Und die letzte Woche ist er dann im Krebs, im 2. Haus.
Im ersten Haus ist er ja zusammen mit dem Rahu. Der Rahu intensiviert den Mars. Der Mars steht für deine Durchsetzungskraft, deinen Mut, deine Energie, deine Willensstärke. Ja, und das wird jetzt regelrecht aufgebläht. Und so kannst du manchmal in diesem Punkt jetzt auch über das Ziel hinausschießen, dass du zu extrem reagierst, dass du zu feurig manchmal bist, dass du zu leidenschaftlich bist. Und dann natürlich geht das letztlich auch gegen dich selbst. Das erste Haus bist du, aber er hat auch einen Einfluss auf das siebte Haus. Und das siebte Haus ist der Partner oder die Partnerin. Und dann kann es da zu Konflikten, zu Meinungsverschiedenheiten, zu Auseinandersetzungen kommen. Und deswegen achte darauf, wenn du diese starke Mars-Energie spürst, dass du damit nicht unnötigerweise nach außen gehst, um für Konflikte im Außen zu sorgen, sondern verwende diese Energie. Er steht ja auch für Disziplin und Fokus, um dich zu entwickeln, um dich zu disziplinieren, um deinen Charakter zu entwickeln, um deinen Lebensweg zu gestalten. Und wenn du jetzt zum Beispiel Probleme oder Hürden auf deinem Weg hast, dann benutze den Mars, um die aus dem Weg zu räumen. Der Mars steht für Immobilien und dein Zuhause. Der Rahu steht für das Ausland. Immobilien, dein Zuhause, vielleicht sogar in Verbindung mit dem Ausland, spielen jetzt für dich und deinen Weg eine größere Rolle. Und in der letzten Woche steht er dann im zweiten Haus. Er steht dort im Zeichen Krebs nicht gut. Er ist dort geschwächt. Die Themen des zweiten Hauses werden dich mehr frustrieren. Du wirst Enttäuschungen erfahren hier. Du wirst dich ärgern. Zum einen kann das was mit der Familie zu tun haben, mit den Eltern vor allen Dingen. Es kann aber auch mit dem Geldverdienen zu tun haben, mit deinen Ressourcen, eventuell auch in Verbindung mit Immobilien, mit deinem Zuhause, dass hier die Bereiche nicht so laufen, wie du es gerne hättest. Und dann werden deine Erwartungen nicht erfüllt. Bist du enttäuscht? Bist du frustriert? Gehst du in den Ärger? Achte darauf, wie gesagt, noch einmal, damit nicht nach außen zu gehen, sondern selbst wenn du über jemanden enttäuscht bist, geh in einen konstruktiven Kontakt, um das zu lösen und prüfe stattdessen lieber, hoppla, was hatte ich für eine Erwartung, die jetzt nicht erfüllt wurde und übernimm Verantwortung für deine eigenen, ja, Gefühle. Gut, dann lassen wir jetzt den Mars und jetzt komme ich zu den Mondknoten, zu Jupiter und Saturn, die sich nicht bewegen in diesem Monat, sondern die sind fix in ihrer Position und bleiben so auch noch eine längere Weile. Das sind also Themen, die dir noch länger erhalten bleiben, also hast du auch noch Zeit, um an ihnen zu arbeiten. Die Mondknotenachse befindet sich bei dir im ersten und im siebten Haus. Das bedeutet für dich, sind jetzt, solange der Ketu im siebten Haus ist, ist jetzt eine Partnerschaft oder ein Partner oder eine Partnerin gar nicht so wichtig für dich, ja? Der Ketu kann hier auch etwas auflösen, sondern mit dem Rahu im ersten Haus geht es mehr darum, dass du eine bessere Beziehung zu dir selbst entwickelst. Das bedeutet, finde heraus, wer bist du wirklich? Was willst du wirklich? Wo stehst du? Wo möchtest du hin in deinem Leben? Oder hast du auch noch Teile, wo du unzufrieden bist mit deinem Körper? Dann finde heraus, wie dein Körper sein soll, aussehen sollte, damit das wirklich du bist. Wie solltest du sein als Person, damit du authentisch und zufrieden mit dir bist? Und die Unzufriedenheit, die Rahu jetzt erzeugt mit dir selbst oder mit deinem Lebensweg, soll letztlich genau dazu führen, dass du jetzt dahin schaust, den Fokus auf dich richtest, um in diesen Bereichen besser zu werden, um eine bessere Beziehung zu dir selbst zu bekommen. Und wie ich schon sagte, Rahu steht für das Fremde, für das Außergewöhnliche, für das Ausland. Also alles Fremde wird jetzt auch sehr, sehr eng mit dir verbunden. Jupiter und Saturn, die zwei großen Lehrer, haben wir bei dir im neunten Haus. Der Saturn ist stark in seinem Zeichen Wassermann.
Der Saturn bremst jetzt ordentlich aus, wenn es um die Bereiche des neunten Hauses geht. Also wenn es Auseinandersetzungen oder ich sag mal Hürden noch gibt in einer Ehe oder eheähnlichen festen Partnerschaft, wenn du da drin bist, dann geht es jetzt darum, diese Hürden, diese Bremsen anzuschauen und in eine gute Lösung zu kommen. Vielleicht wirst du aber hier auch jetzt einfach geduldiger sein müssen, ja? Durchhalten müssen, wenn es vielleicht auch ein bisschen eine schwierigere Zeit ist, wo du dann vielleicht auch die Ehe oder Beziehung mehr als eine gewisse Last und Bürde empfindest. Das Gute ist aber, der Saturn ist stark, sodass du auch die Kraft hast, es, ja, durchzuhalten, durchzustehen. Das neunte Haus steht aber auch für deine Berufung, für deine Bestimmung, für deinen Sinn im Leben. So fühlst du dich da jetzt mehr getrennt davon. Saturn ist ein trennender Planet. Das neunte Haus steht auch für deinen Glauben. Auch hier fühlst du dich jetzt mehr getrennt. Gleichzeitig haben wir den Jupiter in diesem Haus, der sagt, du suchst nach Sinn, du suchst nach Glaube, aber der Jupiter hat nicht die Kraft, wie der Saturn sie hat. Und so möchtest du zwar und probierst, aber es geht halt wirklich nur zäh und langsam. Gleichzeitig ist es gut, denn genau dieses ausgebremst werden in deinem Lebenssinn, ausgebremst werden in deinem Glauben, kann letztlich dazu führen, dass du sagst, aber es muss doch einen Sinn geben, aber ich muss doch einen Glauben finden, der zu mir passt. Und das kann der Motor sein, dass du dich dann hier diesbezüglich mehr auf die Suche begibst, was ja dann letztlich auch eine gute Sache ist. Ja, und wenn du Kinder hast, dann kann auch Kinder in Verbindung mit Verzögerungen, mit Herausforderungen, können ein Thema in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft jetzt sein. Damit möchte ich es für diesen Monat belassen. Ich wünsche dir natürlich einen fantastischen Monat. Mache das Beste daraus im Rahmen der Möglichkeiten, die du jetzt aktuell hast. Und ab dem 4. April, wenn der Selbsterkenntnis-Ostermarkt oben im Netz ist, besuche auch die Marktstände und schau dich an ihnen um. Du siehst hier die Webseite dafür eingeblendet oder du gehst dann unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. Noch einmal alles Liebe, alles Gute und vielleicht bis bald.